Hat jemand das Fenster offen gelassen? Ja, so ungefähr. Der Kutter war kaputter als die Waage von Tonis Mutter. Das Futter war alle und die Route noch weit. Doch die Stimmung war gut, da war alles in Butter. Nur irgendwann machte sich Müdigkeit breit. Denn ab hier mussten Rufus und Koja zu Fuß los. Nicht tragisch, so ein Fußmarsch macht ja doppelt so viel Spaß. Mit einem peppigen Lied auf den Lippen. Um die Sache halt zu unterstreichen, flut ich jetzt die Gesangskabine des Chors mit Heliumgas. Gut, mein Dämon, ja. Auf Zeit für Steppe. Nummer 2. Jetzt. Hier. Hussa mit Heliumgas. Und damit seid gegrüßt. Ja, weiter geht's. Gut, bei Deponia. Mit zwei Fürst. Ich hoffe, ich habe hier jetzt nichts verpasst. Und weiter geht's. Ach ja, jetzt habe ich ein bisschen Schnitt, ein bisschen gucken. Eine Treppe. Ganz schön dunkel. Und steil. Und rutschig. Am besten, ich nehme 3 Stufen auf einmal. Ich lasse ich noch. Da kommt noch was davor. Ich habe vergessen, dass ich noch. Oh wei, ja, gut. Auf den Arsch falle. Das wäre ja zu peinlich. Begrüßung mittendrin. Von mir aus. So, im Hotel sind wir angekommen. Das ich tatsächlich schon kenne. dann gehen wir mal zu Fragezeichen. Aber zu welchem? Toilettentür. Das ist das einzige, was kein Fragezeichen hat. Also gehen wir dort zuerst hin. Logisch. Besetzt. Hört denn die Kackerei bald auf? Hetzt mich nicht. Ich leide an einer schweren Temporaldiarrhoe. Temporaldiarrhoe? Ja, ich bin ein Zeitreisender. Du meinst, du kommst aus der Zukunft? Quatsch. Es gibt keine Zukunft. Ich komme aus der Vergangenheit, um mir den Weltuntergang anzuschauen. Geht das schon wieder los? Dann bist du hier falsch. Ich bin der diesen Weltuntergang nämlich verhindern wird. Oh, es wäre zu freundlich. Ich stecke hier nämlich fest. Wieso? Ist deine Zeitmaschine verstopft? Nicht ganz. Das Klopapier ist alle. Das war ironisch. Ich glaube dir natürlich kein Wort. Naja, es war auch nicht die komplette Wahrheit. Das wusste ich doch. Eine Rolle Klopapier ist hier noch, aber sie ist rau wie Sandpapier. Ich habe während des drexikanischen Bürgerkriegs Chili gegessen. Oh wei. Das dauert ja Stunden. Was nicht heißt, dass ich ihm die Geschichte mit der Zeitmaschine abnehme. Okay, na dann. Genug Klo-Stories. Gehen wir mal hier hinein. Was geht denn hier ab? Hum, hum, kumbaya. Okay. Hallo, ihr freundlichen Kapuzenmänner, die einer sicherlich völlig gewaltfreien Organisation angehören. Steht ihr hier für die Waschmaschine an? Hum, hum, kumbaya. Ihr könnt mich doch sicher vorlassen, oder? Benehmt euch einmal unheimlich für... Klar, kein Problem, Kumpel. Hum, hum, kumbaya. Cool, dann kann ich ja sicherlich kurz mal eben... Hum, hum, kumbanein. Verdammt. Okay, Boses Anzug. Wie ist denn der hierher gekommen? Wow, frisch gewaschen. Ich sehe keinen Unterschied. Den nehme ich mit. Mysteriöse Wäschersekte. Aha, eine Waschmaschine. Eine sehr große Waschmaschine.
offenes Feuer im Waschsalon ist jetzt aber keine gute Idee. Man kann schnell mal das halbe Dorf abbrennen. Und dann zeigen wieder alle auf dich und nehmen dir den Flammenwerfer weg. Und feuern die freundliche Kindergärtnerin wegen Verletzung der Aufsichtspflicht. Oh je. Das wäre ja schlimm. Entschuldigung. Dauert das hier noch lange? Hum, hum, kumbaya. Verdammt. Waschmaschine. Schön groß. Dafür, dass es im ganzen Hotel kein einziges Stück saubere Wäsche gibt. Tja, hat wohl niemand dran gedacht, mal zu waschen. Also, vielleicht mal hier entlang. Wir arbeiten uns von unten nach oben durch, was vielleicht falsch ist. Okay, hier sind wir auf jeden Fall falsch. Gehen wir mal hier oben rein. Zu den Zimmern. Zu der Wäscherei. Gehen wir hier rein. Okay. Jemand zu Hause? Ach, Upsi. Mein Kreislauf klötert. Ich sollte nicht so schnell hochkommen. Oder mal ein bisschen Sport treiben. Schleichen Sie sich doch nicht so an. Schleichen? Ich hab doch geklingelt. Ich dachte schon, das sei mein Tinnitus. Wäre kein Wunder bei dem ständigen Lärm der Kreuzertrasse. Von der kalten Zugluft mal abgesehen. Oder den Schimmelpilzen. Aber ich schweife ab. Willkommen im Hotel Minitheken. Wollen Sie ein Zimmer mieten? Das klingt ja wundervoll. Minitekel. Seltsamer Name für ein Hotel. Finden Sie? Ich fand den Namen immer ganz putzig. Er bedeutet so viel wie drohendes Unheil. Das meine ich ja. Wer will denn in einem drohenden Unheil wohnen? Tun wir das nicht alle? Tja, aber wenn man die Wahl hat? Haben Sie aber nicht. Oder haben Sie in der Gegend ein anderes Hotel gesehen? Ich suche eigentlich nur meine Freunde. Ein seniler Gartenzwerg, eine Bordsteingiraffe und ein Zirkusbär mit Hut? Das sind sie. Ja, die haben hier vorhin eingecheckt. Sie sahen nicht so aus, als könnten sie sich einen Anwalt leisten. Darum habe ich ihnen Zimmer 5 gegeben. Aber keine Sorge. Solange sie keine Lichtschalter, Steckdosen oder tragende Bauelemente anfassen, dürften sie die Nacht überstehen. Vorausgesetzt natürlich, sie bleiben nach Mitternacht auf ihrem Zimmer. Dabei fällt mir ein, haben sie zufällig eine offene Rechnung mit Dämonen, finsteren Gottheiten und kürzlich Verstorbenen? Nicht, dass ich wüsste. Super, dann wäre ja alles geklärt. Sie ahnen ja nicht, wie zimperlich sich manche Versicherungen anstellen, wenn es um übernatürliche Todesursachen geht. Hier ist Ihr Schlüssel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt im Hotel Minitheken. Tja, Hotel Minitheken. Danke, mein Bester. Aber wir reden noch ein bisschen mit ihm. Willst du andeuten, dass es hier spukt? Aber nicht doch. Hier an der Rezeption sind wir sicher. Es sind die Zimmer, über die ich mir Sorgen machen würde. Insbesondere Zimmer 13. Wieso? Was ist denn mit Zimmer 13? Sagen wir einfach, es war ein Fehler, die Indianer dort zu beerdigen. Ach ja, außerdem hat sich eine Weltuntergangssekte in der Wäscherei eingenistet. Wenn Sie also saubere Bettwäsche brauchen, sollten Sie darauf achten, keine religiösen Insignien oder Jungfrauen bei sich zu tragen. Denen bin ich schon begegnet. Den Wäschensektoren. Wie finde ich denn das Zimmer? Oh, wahrscheinlich furchtbar. Ich würde darin nicht übernachten wollen. Warum frage ich überhaupt? Seltsamer Ort für ein Hotel. Direkt unter der Ordern- und Kreuzertrasse. Finden Sie? Unsere Umfragen haben ergeben, dass dies die ideale Lage für Kundschaft aus unserer Zielgruppe ist. Menschen ohne Geruchssinn? Leute, die so verzweifelt sind, dass sie sich alles gefallen lassen. Ah, die... Na dann. Kennst du die Gerüchte, dass Deponia gesprengt werden soll? Na klar. Im Umkreis von mehreren Meilen ist deswegen das Popcorn ausverkauft. Nun, es ist alles wahr. Und ich Popcorn. Bin derjenige, der es verhindern wird. Oh, prima. Ich dachte schon, das bleibt wieder an mir hängen. Was? Immerhin musste ich diese Woche schon die Hoteltoilette sauber machen. Soll das ein Witz sein? Ertappt. Natürlich habe ich die Toilette nicht sauber gemacht. So weit kommt's noch. Hallo, ich rede hier von der größten Katastrophe aller Zeiten. Ah, Sie kennen unsere Toilette also bereits. Ja, und was wird dann aus meinem Popcorn? Ich gehe da mal auf mein Zimmer. Tun Sie das. Ich werde Sie nicht aufhalten. Und bevor Sie fragen, es erfüllt nicht den Tatbestand einer fahrlässigen Körperverletzung. Wir dann haben das prüfen lassen. Okay, können wir nochmal klingeln? Klingeling! Klingeling! Bin schon da!
Bin schon da. Schön. Ah, der Gasthaus Nummer 5. Wollen Sie etwa schon wieder auschecken? Was? Nein. Die Wette hätte ich dann wohl verloren. Was kann ich gegen Sie tun? Ich gehe da mal auf mein Zimmer. Ist ja okay, da haben wir keine Redeoption mehr. Mir gefällt seine Arbeitseinstellung. Sie ist modisch, bequem und hält den Kopf schön warm. Aha. Ich habe eine Uhr. Ich habe noch einiges anderes. Da geht's rüber, da geht's lang. Dann gehen wir mal hier rüber. Ha, Breakfast. Breakfast Club. Kann ja nicht viel mit moderner Kunst anfangen, aber das ist gut. Es ist aus der Perspektive eines Menschen gezeichnet, der arglos die Urne seiner verstorbenen Mutter öffnet und dann an einem Herzinfarkt stirbt, weil ihm plötzlich Juxblumen daraus entgegenspringen. Schade nur, dass es so schief hängt. Das können wir doch bestimmt ändern. Aha, da haben wir ja den Übeltäter. Eine Mutter. Eine Mutter. Der braucht schon Werkzeug, wenn er Hände wie Schraubstöcke hat. Genau. Ganz schön glitschig, meine Schraubstöcke. Die hält wohl das Schlüsselbrett vorne an der Rezeption. Oder die Uhr, oder beides. Wir haben Brustanzug. Können wir mal kombinieren. Bas bekommt auch die heftigsten Problemflecken aus meinen Klamotten. Ei, Blut, Kakao. Eine Mutter. Der hat doch schon ein Loch, das könnte doch effektiv sein. Was hat einen Bart und öffnet jedem die Tür? Eine Mutter. Oh je. Wir werden noch so viel Spaß haben. Spaß. Mit der Mutter. Das klingt mal falsch. Mal gucken, ob da noch was drin ist. Oh, da war ja tatsächlich noch was drin. Staub. Ja. Nochmal. Vielleicht brauchen wir irgendwann den Staub. Ich trinke meinen Kaffee normalerweise schwarz. Aber hier scheint es ihn nur in grau-grün zu geben. Vielleicht. Oh, wir haben Staub. Vielleicht können wir. Das Einzige, was dieser Staub kann, ist den Hustenreflex zu triggern. Aber das macht er gut. Vielleicht können wir. Das Einzige, was dieser Staub kann, ist den Hustenreflex zu triggern. Aber das macht er gut. Oder mit der Mutter. Was liegt sofort wieder auf der Couch, kaum dass deine Mutter zu putzen aufgehört hat? Eine Mutter. Ja. Salzstreuer. Nehmen wir mit. Pfefferstreuer. Nehmen wir mit. Noch was zum Mitnehmen hier. Zur Rezeption. Tja, jetzt können wir aber bestimmt noch mal. Das steht in der Küche und ist nur in kleinen Dosen genießbar. Eine Mutter. Das steht in der Küche und ist nur in kleinen Dosen genießbar. Eine Mutter. Das kommt mir bekannt vor. Korkenzieher. Den nehmen wir uns auch noch mit. Wir nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. Korkenzieher. Was findet man häufig am oberen Ende einer Weinflasche? Eine Mutter. Und es ist mal wieder Faschingszeit, oder was? So sieht's aus. Zum Restaurant. Alles klar. Na dann, zu den Zimmern. Schauen wir uns mal in unseren Zimmern um. Zimmertür, Schrank, Zimmertür, Zimmertür, Zimmertür. Okay, welches ist jetzt Nummer 5? 1, 2, 3, 4, 5.
Und wo ist Nummer 13? Hm. Abgeschlossen. Doc? Keine Antwort. Tja. Immer langsam. Ich höre was. Und der Zerstörer wird kommen durch diese Türe. Und er wird tragen das Zeichen der Bestie. Die Stimme kenne ich doch. Das ist doch... Und ein dumpfes Klopfen wird seiner Ankunft vorausgehen. Und er wird sagen... Aua! Das gibt ein Horn. Hey, ess mich nicht nach, du. Moment mal. Ich kenn dich. Der Wahrsager. Du bist sehr beschäftigt. Nein, du bist das Pfeifenkopfmännchen. Der Wahrsager aus Porta Fisco. Bin ich nicht. Oh, du lügst. Was mich im Grunde als Wahrsager disqualifizieren würde, oder? Jetzt mal keine Spitzfindigkeiten hier. Ich glaube immer noch, dass du der Wahrsager bist. Ich werde oft verwechselt. Zum Beispiel mit Ansgar Fleischhut, dem berühmten Mützenmodell. Willst du mich veräpfeln? Wieso? Wir gehen zum selben Friseur. Komm schon. Ich erkenne dich doch. Was hast du zu verbergen? Hm? Nichts. Im Gegensatz zu Ansgar, diesem eitlen Fatzke. Dieser Ansgar. Echt. Echt schlimm. Echt schlimm mit dem. Hast du etwa vor zu verreisen? Nur ein kleiner Angelausflug. Es sieht aber eher so aus, als hättest du alle Zelte abgebrochen. Ich gehe auf Großfischjagd. Und dann nimmst du deine ganze Wohnzimmereinrichtung mit? Mein Flatsitter hat Mumps. Mumps. Was sollte dieses Gemurmel eben? Führst du etwa Selbstgespräche? Ich weiß nicht, was du meinst. Es klang wie so eine Art obskure Weltuntergangspredigt, wie man sie von sinisteren Sektenführern erwarten würde. Ach so, ach das. Ich habe nur ein Lied für die Geburtstagsfeier meiner Nichte geprobt. Und der Zerstörer wird kommen durch diese Türe? Bippo der Zerstörer, König der Komödianten. Ein schönes Lied. Und er wird tragen das Zeichen des Tieres? Er trägt das Zeichen des Tieres. Er macht den Elefanten. Ein cooles Geburtstagslied. Herzlichen Glückwunsch, Emil. Ui. Emil Ui? Ein beliebter Mädchenname an der Schrapnellküste. Ja. Was soll dieser seltsame Aufzug? Bist du einer Sekte beigetreten? Das ist nur ein Bademantel aus dem Hotel. Und hat auch das Hotel den Schriftzug »Das Ende ist nah« eingenäht? Die meinen das Ende der Frühbucherperiode. Das Ende der Frühbucherperiode ist nah. Buchen Sie natürlich jetzt Ihren Urlaub im Hotel Menetekel. Du kennst nicht zufällig diese Typen aus dem Wäscheraum? Ich weiß nicht, von wem du redest. Ja, sie tragen Kerzen, singen Molltonleitern und sie tragen dieselbe Kutte wie du. Also um die würde ich mir keine Sorgen machen. Wahrscheinlich nur ein ganz harmloser Gesangsverein. Sie haben ein Pentagramm auf dem Boden gemalt. Ein Quintenzirkel? Keine Frage. Ein Quintenzirkel. Natürlich, was sonst? Lass das Theater, ich hab dich durchschaut. Oh je, das war ja vorherzusehen. Du hattest natürlich recht, ich bin der Wahrsager. Aber ich benutze meine Fähigkeit nur noch ungern. Es läuft nur noch Mist in der Zukunft, was? Genau genommen läuft da gar nichts mehr. Die Welt wird untergehen. Ja, das war auch meine erste Reaktion. Die zweite war, alle meine Sachen zu packen und einfach abzuhauen. Aber das ist doch Quatsch. Ich weiß, man kann seinem Schicksal nicht entkommen. Genau, man muss sich mit ihm abfinden. Was? Nein. Darum habe ich Gleichgesinnte um mich geschart, um mich mit ihnen zusammen auf das Unausweichliche vorzubereiten. Du hast eine Weltuntergangssekte gegründet. Wann wäre ein besserer Zeitpunkt? Musst mich gerade räuspern. Ach du Schande. Die Welt wird heute nicht untergehen. Stimmt, es passiert morgen, kurz vor den Spätnachrichten. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Stimmt ebenfalls. Unglücklicherweise kannst du es nicht.
Das werden wir ja sehen. Falsch. Unsere Augäpfel werden längst verbrannt sein, wenn es soweit ist. Du weißt alles besser, was? Berufskrankheit. Ich werde deinem abergläubischen Fuzzi-Verein das Handwerk legen. Aber wir tun doch nichts Unrechtes. Aber nein, ihr wollt nur den Weltuntergang heraufbeschwören. Wollen wir nicht. Das Ende ist nicht mehr aufzuhalten. Alles, was uns bleibt, ist uns spirituell darauf vorzubereiten. Spirituell? Verstehe. Ihr lasst euch also volllaufen. So eine Art Abrissparty für den Planeten. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Also nur Softdrinks. Dann gehe ich doch lieber zu den echten Satanisten. Die wissen wenigstens, wie man feiert. Modi gefällt das. Deine Kumpels blockieren den ganzen Wäschereibetrieb. Geduld, mein Freund. Das Ritual dauert nicht lange. Ja, worauf warten die denn noch? Ich muss an die Waschmaschine. Nun, sie warten natürlich auf ihren Guru. Auf mich. Ja, und was treibst du da noch hier? Ich mach mich fertig. Jetzt hat er was zugegeben. Große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Wie kommst du darauf, dass die Welt untergehen wird? Die Vorzeichen waren eindeutig. Gestern Nacht stand der Horizont in Flammen. Du meinst doch nicht etwa mein Barbecue, oder? Dann hat es Feuer vom Himmel geregnet. Okay, ich hätte doch nicht die preisgünstigen Briketts verwenden sollen. Und Frösche. Ich habe doch gesagt, dass die noch nicht ganz durch sind. Schließlich hat sich das Wasser des Ozeans in Blut verwandelt. Ich hab's ja verstanden. Meine kleine Grillparty ist etwas außer Kontrolle geraten. Na und? Das macht mich noch lange nicht zum Reiter der Apokalypse. Ja, und dass das so auf dem Flyer stand? Mein Gott, das hatte PR-Gründe. Das wäre eine heftige Grillparty. Kann ich deine Kutte haben? Nein, aber wenn du an unserem Ritual teilnimmst, bekommst du deine eigene. Spinnst du? Ich werde garantiert nicht an deinem gruseligen Weltuntergangsgehopse teilnehmen. Es ist ein Selbstreinigungsritual. Es geht darum, sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Was denn für Sünden? Ich bin dabei, die Welt zu retten. Genau genommen bin ich so etwas wie ein Heiliger. Und gewaschen habe ich mich diese Woche auch schon. Ich habe es anders. Das bezweifle ich, Rufus. Das bezweifle ich. Dass du dich diese Woche schon gewaschen hast. Das bezweifle ich hart. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Was treibst du da eigentlich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Das kommt mir bekannt vor. Verstehe. Das kann eine Weile dauern. Ach, dir ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. Tarantelglas. Mr. Toffee? Bescheuerter Name für eine Tarantel. Ich hoffe, er hat nichts mit Camouflage zu tun. Hey, lass Mr. Toffee in Ruhe. Okay, ich habe mal Zahncreme. Das ist wie einem Kind den Lolli wegzunehmen, nur mit weniger Karies. Alles klar. Ich habe mal den Seher. Ich wusste doch, dass ich diese unästhetische Drecksfresse schon mal irgendwo gesehen habe. Zuerst dachte ich ja beim Bowlen. Keine Ahnung warum. Mensch, Rufus. Okay, raus hier. Gut, ich fürchte, ich brauche erstmal eine kleine Aufnahmepause, bevor es weitergehen kann. Nach dem Gespräch brauche ich jetzt dringend eine Aufnahmepause. Ja, bis bald oder bis gleich oder mal schauen. 2G out. Bis gleich. Vielleicht. Mal schauen. Ich weiß nicht. Aufnahmepause jetzt.